Explodierende Energiepreise und Preisschock beim Tanken an der Zapfsäule. Das 9 Euro ÖPNV-Billigticket ist ausgelaufen, volle Züge bestimmten den Alltag. Immer mehr Deutsche wollen sich von Bus und Bahn unabhängiger machen, viele setzen auf eine Alternative zum Auto. Und richtig Tempo in der Energiewende macht dieses Modell. Das E-Rocket. Fahrrad, E-Bike und Motorrad vereint in einem Fahrzeug. Jeder guckt drauf und jeder weiß gar nicht, was ist es so recht. Mitten in der Energiekrise bringt ein Brandenburger Start-up ein batteriebetriebenes Fahrzeug auf den Markt, das Bundeskanzler Scholz und Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg bereits zum Staunen brachte. Man hat kein Gas hier am Himmel. Exakt. Das schnellste Fahrrad der Welt wird in Brandenburg gebaut. Damit kann man nicht nur über die Landstraße, sondern auch ganz legal über die Autobahn pesen. Zugelassen ist das grüne Motorrad in der 125er-Klasse. Das Ding hat richtig Power. Also ich weiß nicht, wir sind jetzt 90 gefahren oder so. Das ist schnell, also macht Spaß. Aber nicht ganz günstig. Das Einsteigermodell liegt bei knapp 13.000 Euro. Wer aufs E-Bike umsteigen will, dem geht's natürlich nicht nur um Fahrspaß und Coolness. Das Bike sollte alltagstauglich sein und eine hohe Reichweite haben. Viele Zweiradhersteller passen sich an und bringen immer wieder neue Modelle auf den Markt. Also ich denke, dass E-Fahrräder grundsätzlich sich in der Stadt durchsetzen werden, auf dem Land sowieso, gerade wo es ein bisschen hügelig wird. Und am Ende wird sich zeigen, was jeder individuell braucht. Doch es ist gar nicht mehr so einfach, an sein Wunschmodell zu kommen. Denn in den meisten Fahrradgeschäften fehlt es mittlerweile an allen Ecken und Kanten. Und das ist auch kein Wunder, denn der Fahrradmarkt boomt wie nie zuvor. 2021 wurden in Deutschland 4,7 Millionen Fahrräder verkauft. Das sind zwar 300.000 weniger als 2020, was aber auf Lieferschwierigkeiten zurückzuführen ist. Wir haben uns alle so Nadelöhr geschaffen, das ist der asiatische Markt. Da sind wir abhängig von wenigen Produzenten. Und wenn die nicht produzieren können, weil es da eine Pandemie gibt und die ihre Fabriken schließen, dann merken wir das ein paar Wochen später hier. Man könnte viel mehr verkaufen, wenn man hätte. Made in Germany heißt es in Brandenburg. Hier wird komplett entwickelt und zusammengebaut. Man versucht, sich mittlerweile unabhängiger von der Zuliefererbranche zu machen. Kabelbäume etwa, die einst aus der Ukraine kamen, werden jetzt im eigenen Werk in Henningsdorf produziert. Wir sind gut in Deutschland, in der Produktion, in der Technologie, aber wir sind einfach immer nur besser geworden. Das reicht nicht. Wir müssen wieder Innovation, Disruption bieten. Das Rad gilt als wichtiges Fortbewegungsmittel für die Verkehrswende. Nach und nach versuchen Städte, ihre Infrastruktur entsprechend anzupassen. Verkehrsminister Wissing hat ein ambitioniertes Ziel und will Deutschland zum Fahrradland machen. Städte müssen fahrradfreundlicher werden, die Fahrradwege müssen sicher werden. Die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie sich sicher mit dem Rad in der Stadt bewegen. Die Bereitschaft der Menschen, auf ein klimafreundliches Mobilitätsangebot zurückzugreifen, darf nicht daran scheitern, dass die Infrastruktur fehlt. Das schnellste Fahrrad der Welt braucht keinen Radweg, denn es ist straßentauglich. Doch wie sieht es aus mit der Reichweite? Das hat ja 120 Kilometer Reichweite, also da ist ja kein Limit. Innerstädtisch oder wenn man mal rausfährt, überall. Und es ist sehr sinnvoll. Ja. Die Corona-Pandemie und explodierende Spritpreise haben die Nachfrage nach E-Bikes deutlich angekurbelt. Wer also aufs E-Bike umsteigen will, hat durch eine reichhaltige Produktpalette die Qual der Wahl, muss aber Geduld mitbringen.